Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simulator 4, denn ich spiele das hier auf dem PC. Wir befinden uns hier auf der Strecke Bremen-Oldenburg und haben die Aufgabe, unseren IC 1512 an den Bahnsteig zu fahren und dann weiter bis Bremen zu fahren und beziehungsweise bis Oldenburg zu fahren. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen heute mal dazu die BR193 Vectron in dem wunderschönen Repaint des LTE, Yellow Grain Green Train Attractive Blue. Ich finde, das ist ein wunderschönes Szenario. Dem Erfinder und Entwickler und der das so schön gemacht hat, ein riesengroßes Dankeschön dafür. Also wirklich, wirklich allergrößten Respekt dafür. Das sieht wirklich wunderschön aus. Das kann man nicht anders sagen. Also das wirklich absolut Respekt. So, die Schlussleuchten sind bereits eingeschaltet. Das heißt, wir können jetzt auch gleich an den Bahnhof fahren und es ist heute ein wenig diesig, neblig an diesem 31. August 2024. Das wird sich, glaube ich, auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Ja, es ist 5:45 Uhr oder 5:50 Uhr. Es ist auf jeden Fall sehr früh. Wie gesagt, wir haben um 6 Uhr gleich Ausfahrt, kurz nach 6. Deswegen sollten wir uns ranhalten und uns an den Bahnsteig begeben. Machen hier noch ein Foto und dann würde ich sagen, los geht's. Ja. Wie gesagt, wir steuern das Ganze natürlich vom Steuerwagen aus. Die 193 ist heute in schiebender Funktion tätig. Ich habe mir gedacht, wir machen das heute auch mal so, dass wir heute mit dem Bordbistro fahren. Das werde ich euch gleich zeigen. Und zwar befindet sich das hier, wie ihr seht. Zumindest steht das hier drauf. Da wirklich das Bordbistro drin ist, ist wieder eine ganz andere Sache. Es sieht mir wirklich nicht so aus, ehrlich gesagt, aber lassen wir das. Lassen wir das. Gucken wir gleich mal nach, wenn wir am Bahnhof stehen. So. Vorne, hinten dran natürlich zweite Klasse, hinten erste Klasse hinter der Lok, so wie es sich gehört. So, steigen jetzt hier erstmal ein in unseren Steuerwagen, rüsten auf und fahren dann an den Bahnsteig. Denn wir haben es schon wieder spät genug. Genau. So, dann schließen wir das Ganze wieder. So, geben hier die Zugdaten ein. Standard. Standard würde ich sagen. Standard würde ich sagen. Zack. So. Setzen wir uns auf unser Po. Geben hier die Zugnummer ein. Das ist die Zugnummer 1512. So. Das entriegeln wir. Zugbeleuchtung natürlich ein. Chaosfaktor lassen wir erstmal auf 1. Zugsammelschiene. Genau. So, dann sind wir eigentlich abfahrbereit, würde ich sagen. Brauchen wir noch eine Route, mit der wir uns an den Bahnhof begeben. Sind fast alle Gleise besetzt. Schon viel los um diese Uhrzeit. Na gut, dann müssen wir das hier nehmen. Das ist fast das Einzige, was frei ist und das Äußere. Aber, warte mal, jetzt muss ich mal eben schauen. Wir fahren hier. Ja, wir müssen nämlich darauf aufpassen, dass wir hier runterkommen, wenn ich jetzt. Deswegen müssen wir das eins hier nehmen. Da müssen wir das Gleis nehmen. Oder das. Das könnte vielleicht auch noch hinhauen. Das ist aber verdammt kurz. Ach. Geht nicht anders. Wir müssen ja darauf achten, dass wir da außen rumfahren können. So, jetzt dürfen wir fahren. Wunderschön. Da würde ich sagen,
Warum? Genau, die Zugspitzensignale sollten wir noch einstellen. Wäre, glaube ich, eine Idee. So. Dann kann es losgehen. Wir könnten ja eigentlich, ja, die Zugsicherungssysteme schon. Ach, die sind ja eh eingestellt bei Expert. Stimmt. Ja, dann kann es ja losgehen. Siefer drücken, das ist bei dem Steuerwagen ganz wichtig. So, aber gar nicht so schnell werden. Immer schön fleißig die Siefer drücken, auch wenn es ein bisschen öfter ist als normal. Aber wie gesagt, man hört das in dem hier draußen nicht. Und das ist das Problem. Da hat man ruckzuck mehr Sieferzwangse. Das muss ja nun wirklich nicht sein. So, sind dann jetzt auch gleich am Bahnsteig. Wie gesagt, das ist ein kurzer Bahnsteig. Das sieht man schon alleine daran, dass das rote Signal so kurz so knapp hier steht. Das ist wirklich kein Spaß. Aber wir haben kein anderes freies Gleis, das ist das ganze Problem an der Sache. So, jetzt müssen wir aber auch schon wirklich hier über dem Zaun. Das ist echt ein kurzes Gleis. Zum Bahnsteig, das kann man nicht anders sagen. Wir stehen nur noch halb draußen. Ey, das ist echt. Da versuchen wir mal was. Versuchen wir mal was. Ja, siehst du, dann können wir noch ein Stück weiterfahren. Dass wir hier wenigstens ganz am Bahnsteig stehen, das ist doch schon mal sehr viel wert. Das ist doch schon mal sehr viel wert hier. Zwar wenigstens den Zug ganz an den Bahnsteig bringen. Wobei das wahrscheinlich immer noch nicht ganz reichen wird. Es ist halt ein kurzer Bahnsteig. Aber wir nutzen ihn komplett aus. So.
Ach, das sieht doch jetzt gut aus. Jetzt sieht's doch. Das passt doch. So, öffnen die Türen. Dann können wir jetzt natürlich eine neue Route legen, und zwar bis in Bremen Hauptbahnhof. Oldenburg natürlich, nicht Bremen. In Bremen sind wir ja schon. Mit Qual der Wahl. Nehmen wir dies hier. Nehmen wir dies hier. Zack. So, wir haben natürlich noch rot. Müssen wir gleich mal schauen, warum ist hier die Tür geöffnet. Natürlich nicht. Zumindest nicht diese. Links entriegeln, rechts. Also das mit den Türen ist auch immer so eine Sache, ne? Schließvorgang eingeleitet. Das ist auch noch immer so eine Sache mit den Türen. Aber ich glaube, die Vector mag das nicht so. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Naja, lassen wir das. Lassen wir das. Ach ja, wir wollten ja in den Bordbistrowagen mal kurz reingehen. Wir haben auch schon die Zeit, dann machen wir das auch. Glaube, das dürfte der ja sein. Ja, gehen wir da mal rein. Achter 2024, 6:03 Uhr. Das ist ja geil, dass das stimmt. Ach, das sind die neuen aus dem Mod-Paket, die Wagen, glaube ich. Die gibt es hier auf der Seite www.trainsimcommunity.de ein Mod-Paket mit den Wagen. Ich glaube, das ist einer davon. Aber es ist sogar ein Bordbistro, bei allem Respekt. Reservierung. Abteil. Ja. Bistro hat es jetzt nun wirklich überhaupt nichts zu tun, aber mal so gar nicht. Naja, lassen wir das. Das sind auf jeden Fall die neuen Wagen. Können mal so ein bisschen durchgehen. Kurz gucken, wie die Wagen so aussehen. Ich verstehe nicht, warum da Bordbistro draufsteht. Und dann ist das ein ganz normaler Abteilwagen. Mit Bordbistro hat das überhaupt nichts zu tun. So, mal kurz zur ersten Klasse gehen. So, hier ist die erste Klasse.
richtig schicke Wagen, richtig schick. Das muss man wirklich mal so sagen an dieser Stelle. So, ich würde sagen, können wir auch so langsam uns auf den Weg machen. Wir müssen ja noch rausfinden, warum wir rot haben. Und das gehen wir jetzt an. Wann hat hier der nächste Zug einfahrt? 6:31 Uhr oder 6:30 Uhr. Der RS3 auf dem Weg nach Wilhelmshaven. Da sollten wir hier uns gleich dann auch langsam, aber sicher vom Hof machen. An diesem frühen Morgen. Für mich geht es ja eben gut. Ja. In einiger Zeit wieder auf Tour. Wohin? Das habe ich euch ja schon in der Community einen kleinen Hinweis gegeben. Es wird auf jeden Fall noch im September stattfinden. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Und wohin? Naja, vielleicht kommt ihr ja drauf. Ich habe bis jetzt auf jeden Fall noch keine. Noch niemanden, der da geantwortet hat. Deswegen wundert mich das ehrlich gesagt ein bisschen, dass da noch so keiner einen Hinweis zugegeben hat, beziehungsweise eine Antwort. Wir haben mittlerweile grün, dann sollten wir das ausnutzen und die Türen schließen. Gucken mal, ob sich die Türen auch schließen, die wir geöffnet haben. Das sieht aber gut aus. Sehr schön. Dann können wir losfahren. Nächster Halt, Oldenburg Hauptbahnhof. Wir können ja noch einen kleinen Wegpunkt legen. Können wir noch einen kleinen Wegpunkt legen. Wobei, das brauche ich eigentlich nicht. Fahren wir los. Auf geht's. Nächster Halt, Oldenburg. Wunderschön, wunderschön. So, deswegen auch die 40, weil wir hier natürlich Gleiswechsel haben. Aber das wird sich gleich geben. Bleiben nach wie vor bei 40 zu befreien, dürfen dann auch mittlerweile schon 50, wunderschön. Gleich 160.
in so einem IC 1512. An diesem nebeligen Morgen des 31.08.2024. Übrigens, wie gesagt, die IC-Wagen, die diese modernisierten, die gibt es auf der Seite trainsimcommunity.de runterzuladen, kostenlos. Alles Weitere erfahrt ihr dann dort. Aber der Kollege Trainsim Play hat die ja auch bereits vorgestellt in einem seiner Videos. Wenn ihr da mehr Infos zu haben wollt, dann schaut gerne bei ihm vorbei. So langsam begeben wir uns hier aus dem ganzen Bahnhofsvorfeld hinaus, kommen gleich auf Strecke und dann dürfen wir entsprechend auch beschleunigen. So, 120 auf jeden Fall gleich. Dahin können wir schon mal beschleunigen. Das ist dann auch nicht mehr so weit oder so lange. Dann kommt ja schon die 160. Also wie gesagt, ich habe es in der Community bereits gepostet, einen kleinen Hinweis, wohin es geht. Der, der als erster richtig antwortet, gewinnt eine Mitgliedschaft für eine Silbermitgliedschaft für einen Monat kostenlos. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 2.9., sprich übermorgen, 13 Uhr. Also nach 13 Uhr kann es nicht mehr gelöst werden. Also die Antworten nach 13 Uhr am 2.9. zählen nicht mehr. Also wer da eine Idee hat, schnell sein, erster sein und gewinnen. Einsendeschluss der richtigen Antwort: Montag, den 2.9.2024, 13 Uhr. So viel dazu. Wunderschön, wunderschön. Ein kleines Foto von. Wunderschön. Auch mit der Sonne, die sich da so ein bisschen versteckt hinter dem Nebel. Einfach nur traumhaft. Wunderschön. Da fahren wir hier unseren IC 1512 von Bremenau Hauptbahnhof bis nach Oldenburg.
Oh, gleich haben wir wahrscheinlich wohl einen Gleiswechsel. Fahren wieder aufs richtige Gleis, weil wir nämlich gleich 60 haben, wie ihr seht. Würde ich sagen, bremsen wir entsprechend. Weil ich denke mal, dass wir gleich auch quittieren müssen. Von daher bietet sich das an, schon mal hier entsprechend vorzubremsen, damit wir gleich nicht mehr so schnell sind. Wenn das Zeitfenster öffnet, nämlich jetzt. Da sollten wir nicht mehr so lange brauchen bis dahin. Zumindest bis unter 85. So, das hätten wir erstmal soweit. Kann jetzt nichts mehr passieren. Lassen wir es noch ein bisschen rollen, würde ich sagen. Und auf 60 müssen wir ja sowieso. Dann werden wir jetzt gleich das Gleis wechseln. So, logischerweise wird das erst passieren, sobald wir die 60, sobald die 60 offiziell sind. Sonst macht es ja keinen Sinn. Warum haben wir denn jetzt die Zwangse? Hä, was ist denn jetzt kaputt? Ach egal, komm. Warum haben wir jetzt die Zwangse? Kann mir das mal jemand sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Zwangse war doch wieder. Ein unnötiger Bug, oder? Was war das? Können wir das mal jemand sagen? Es ist doch wirklich traurig, dass sowas immer noch passiert. Traurig ist das, traurig, wirklich traurig. Wirklich traurig. Die Zwangse war doch sowas von. Wir waren noch unter jedem. Ich war unter 60, ich war bei 50. So, wir hatten keine PCB aktiv, wir haben uns befreit vorher. Wo war jetzt der Grund für die Zwangse? Kann mir das mal jemand sagen? Das möchte ich gerne wissen. So, Siefer hatten wir auch gedrückt. Das. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Schreibt es mir gerne, gerne in die Kommentare, wenn ihr den Grund für die Zwangse kennt. Ich kenne ihn leider nicht. Ist mir nicht ersichtlich, warum wir jetzt eine Zwangse erlebt haben. Aber naja, das ist ja wieder mal typisch für TSW. Ich hoffe, das wird sich im fünften Teil ändern, dass wir dann nicht mehr unnötig und irgendwie willkürlich Zwangsen erleben, weil das macht das ganze Spielerlebnis irgendwie kaputt, finde ich. Wenn man sich an alles hält und ja, weiß ich nicht, dann ist das eigentlich wirklich komisch, dass wir da eine Zwangse haben. Meine Meinung. Aber lassen wir das. Wie gesagt, es bringt ja auch nichts, sich da aufzuregen, weil passiert ist es ja. Man kann es ja nicht mehr ändern. Man kann es ja nicht mehr ändern. So, was soll man sich dann auch aufregen über Sachen, die geschehen sind? Das ist, hat einfach keinen Mehrwert mehr. Das ist, bringt nichts.
Man kann sich wundern, klar. Aber aufregen bringt nichts. Überhaupt nicht. Klar ist es nervig. Aber was ist im Leben nicht nervig, was man nicht ändern kann? Es ist so viele Dinge. Da rege ich mich über so ein Spiel hier nicht schon lange nicht mehr auf. Das bringt einfach gar nichts. So, gleich 120, da sind wir noch längst nicht. Von daher alles im grünen Bereich. Sollten wir jetzt gleich ein bisschen abschalten. Nicht, dass wir wieder eine gezogen kriegen von der PZB. Ja, wir schießen schon mal ein bisschen ab hier. Nicht gleich rot. Ach, hat sich dann auch erledigt. Umso besser. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendeine Antwort für habt, warum, ja, sind ja viele Quitschis heute unterwegs an diesem frühen Morgen. Also wenn ihr da irgendwie eine Antwort habt zu dem Grund, der vorhin erlebten Zwanze, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil wie gesagt, ich bin da leider total raus. Ich kann mir nicht erklären, warum ich die Zwanze kassiert habe. Meiner Meinung nach habe ich alles richtig gemacht. Ich war unter 60, deutlich unter 60. Ich war bei 50. Soweit ich weiß, hatten wir uns vorher befreit. Das heißt, PZB war auch nicht aktiv. Warum gab es die Zwanze? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. Immer wieder bei solchen Dingen. Wie gesagt, der Nebel wird uns die ganze Fahrt über begleiten. Übrigens, ich habe das heute mal versucht mit dem Gottmode. Da kann man ja auch den Nebel einstellen. Und alter Schwede, wenn man da die Zahl 5 eingibt, dann siehst du die Hand vor Augen nicht mehr. 5, wohlgemerkt. Und dann habe ich mal 100 eingegeben. Da kannst du auch genauso gut mit Augen zufahren. Das hat den gleichen Effekt. Du siehst überhaupt nichts mehr, gar nichts mehr. Null. Du siehst nur noch, du siehst den Führerstand. Das ist aber auch alles, was du siehst. Mehr siehst du nicht mehr. Das ist der pure Wahnsinn. So, was jetzt auch Wahnsinn ist, dass wir gleich rot haben. Es ist doch schon wieder. Verstehst du? Es ist doch schon wieder. Okay, hat sich erledigt. Irgendjemanden sind wir da ganz knapp auf den Fersen und das passt immer gerade so, dass wir dem roten Signal entkommen. Es gibt bestimmt wieder irgend so einen Nahverkehrszug, der in jedem verdammten Bahnhof anhält. Oder ein Güterzug, aber ich denke, naja, ein Nahverkehrszug.
das nächste rote Signal. Es ist traurig. Es ist traurig. Wie ist jetzt noch grün oder nicht? Oder was? Oder wo? Hier ist wieder grün, es macht keinen Spaß. Gleich wieder 60, habe ich das gerade so gelesen, bevor es wieder verschwunden ist. Was ist denn jetzt hier überhaupt Phase? Ist da jemand auf unserem Fahrweg, der da nicht hin soll? Ja, da fährt was. Die ist ja gar nicht auf unserem Fahrweg, die ist da runter, da. Ist auch nicht. So richtig habe ich das jetzt nicht im Blick hier. Wow. So, ruhig mal wieder ein bisschen Leistung geben. 120 dürfen wir ja immerhin gleich. So, ist da irgendwer jetzt noch, der uns da irgendwie stören könnte? Ja, da ist eine scheiß Regionalbahn. Quitschi. Steht da auf unserem Fahrweg. So, dann fahren wir mal ein bisschen defensiver. Dann kommen wir der auch nicht ganz so nah. Vielleicht hilft das. Weil ich möchte auch nicht in alle Nase lang irgendwelche Züge entfernen. Das gibt es ja im Vorbild auch nicht, dass man einfach hingehen kann und die Züge da entfernen kann, nur weil sie einem im Weg stehen. Diese Funktion hätte ich gerne gehabt im Zug RE5 von Koblenz nach Wesel. Kurz vor oder auf dem Weg nach Duisburg. Diese Funktion hätte ich gerne gehabt. Aber dazu habe ich ja schon ordentlich was erzählt. Naja, wie das alles so war mit dem Gleichstau und ach Gott, das war der pure Wahnsinn. Der absolut pure Wahnsinn. So, da steht die Quitschi. Ach, an der fahren wir schön vorbei. Und dann haben wir die schon mal nicht mehr im Rücken. Beziehungsweise nicht mehr vor uns. Sehr schön. Die haben wir nicht mehr vor uns. Schöne Zugüberholung. So, spring um. 160. Jawohl. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, die Störungssimulation lasse ich heute mal auf 1, weil, naja, ihr kennt das, je höher man die stellt, desto krasser wird das. Und wenn man nicht gerade ausgewiesener Bahner ist, dann steht man da, glaube ich, wirklich wie so ein Ochs vom Berg.
und hat keine Ahnung, wie, was, wo, wie es weitergeht. Und irgendwann ist dann eine Störung dabei, die einem das Weiterfahren dann auch unmöglich macht. Weil man halt einfach nicht weiß, wie man das beheben kann. Ich glaube, der liebe Commander weiß, wovon ich spreche. Schöne Grüße an dieser Stelle. So, dann fahren wir jetzt straight zum Bahnhof. 11 Kilometer noch. Also im Prinzip gar nichts mehr. Schicker Güterzug. So, wenn wir gleich in Oldenburg sind, dann versuche ich mal was, ob das wirklich geht. Und wie das dann aussieht. Und das sind ja jetzt noch gute 2 Wochen, dann erscheint TSW 5. Genauer gesagt am 17.09.2024, also sprich ab heute noch 17 Tage. Ich sage gerne nochmal die Preise durch. Standard-Edition 44,99 €, Deluxe Edition 74,99 € und Special Edition 119,99 €. So langsam aber sicher sollten wir uns dann gleich bereit machen für das Einfahren in Oldenburg über die schicke Klappbrücke. So, dann dürfen wir jetzt auch gleich anfangen zu bremsen. War das schon mal ein bisschen die Richtung gehen. Wir gleich equitieren. Hier noch nicht. Nicht. Aber hier.
So, wenn ich jetzt gleich noch meine Zwanse bekomme, dann verfluche ich dieses Spiel. So, wir fahren unter 60. Wir haben eine Geschwindigkeitsbeschränkung laut PCB von 85 km/h. Wir drücken die Siefer. Also. Normalerweise dürfen wir jetzt safe sein. So, würde sagen, hier kein Risiko einzugehen. Wir sind schon mal unter 45, während wir hier die Bäume kaputt fahren, weil die mitten auf die Strecke wachsen. So, da sind wir jetzt auch safe. Warum unter 45? Ich sage es gerne immer wieder, weil wir ein halbzeitiges Signal vor uns haben. Und die zwingt uns dazu, unter 45 zu fahren. Beziehungsweise das gleich oder der gleich aktiv werdende 500-Hertz-Magnet zwingt uns dazu. Gleis 7 werden wir einfahren. Auch wenn der Bahnsteig steht, ich sage gerne immer Gleis. Ist im Prinzip dasselbe. So, da wären wir. Einfahrt Oldenburg. Das ist auch schon wieder eine Dreiviertelstunde hier am Aufnehmen. Wahnsinn, obwohl das nur gute 40 Kilometer waren. Aber ja, mit Einfahrt am Bahnsteig und so weiter, das sind natürlich alles Belege, die dazukommen. So, dann würde ich sagen, halten wir hier mal. So, öffnen die Türen, weil er das wahrscheinlich eh nicht macht. Aber lassen wir das. Genau, ich wollte mal was ausprobieren. Das machen wir gleich. Ja, habe ich mir gedacht, dass er die wieder nicht öffnet. Aber egal, lassen wir das. Ich habe da jetzt auch keine Lust zu. Ich habe da jetzt auch keine Lust zu. So, was ich probieren wollte auf jeden Fall. Ich sag jetzt schon mal, falls das nämlich nicht funktioniert, dann spielt das Spiel ab. Deswegen sage ich das jetzt schon mal. Ich hoffe, euch hat das Szenario gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny spielt das. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss. So, dann versuchen wir das jetzt mal. Falls das funktioniert. Und zwar möchte ich nämlich den Niederschlag auf volle Möhre haben. Genau. Den Nässegrad. Genau. Zack. Windstärke. Volle Möhre. Mit Richtung kann man nicht einstellen.
Temperatur, das lassen wir mal. So. Das sieht doch schon schick aus, würde ich sagen, oder? So kann man sich das Wetter nämlich auch schön stellen. Klar, das geht auch im Fahrplanmodus und so weiter. Alles kein Problem. Aber ich finde das so auch schick. Und wie gesagt, ich kann euch das mal mit dem Nebel zeigen. Gehen wir hier mal die Zahl 100 ein. Man sieht hier, dass ihr gar nichts mehr seht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Alter Schwede! Also das ist schon echt heftig. Wie gesagt, also das sind echt feine Dinge, die man hier machen kann mit dem God Mode. Das auf jeden Fall. So, Bewölkung, volle Möhre. Das ist schon echt klasse, was man hier alles so machen kann. Und das kann man ja dann im TSP 5 auch noch einigermaßen noch besser einstellen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Herbst lassen wir mal, wir sind ja im Sommer. Also das sind schon echt feine Dinge, die man hier machen kann. Und wie gesagt, das kann man ja im Szenario, beziehungsweise, ach, im Szenario sag ich schon, im TSW 5 auf jeden Fall noch verbessern. Warum kann ich jetzt nicht mehr laufen? Aus ist. Ja, wie gesagt, das sind alles so Dinge, die man hier ändern kann. Im TSP 5 geht es noch besser. Ich hoffe, euch hat das alles soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Mein Controller ist leer. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny spielt das. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.